Hallo Leute, heute ist der 30.06.2020. Meine Mutter ist noch immer im Spital. Es geht ihr schon besser, aber es ist noch nicht entschieden, ob die Gallensteine rausgenommen werden oder nicht. Sie hat morgen ein Gespräch mit den Chirurgen. Und mein Vater würde befürworten, dass sie rausgenommen werden, weil sonst immer wieder so ein Gallenanfall kommen kann. Und das ist natürlich auch nicht gesund. Und ich hoffe, dass sie eine Lösung finden und dass es dann besser ist und dass sie bald nach Hause kommen kann. Heute waren Sonja und Claudia da. Ich bin schon ziemlich müde. Wir haben den halben Tag, also ab nachmittags, fast nur draußen verbracht. Es ist wunderschönes Wetter, es ist total warm und fast 30 Grad. Aber es war eigentlich angenehm. Und nur am Abend war es ein bisschen, gegen Abend war es ein bisschen schwül oder drückend heiß. Mein Vater ist gerade Blumen gießen. Mittagessen war auch gut. Reis mit Saft und Ketchup und Spiegeleier. Und mein Vater hat Fleisch gegessen dazu, aber ich esse dabei meistens nie Fleisch mit. Ich esse zwar schon Fleisch, aber nicht so regelmäßig wie mein Vater. Der braucht ja jeden Tag Fleisch. Und der Tag war ganz schön. Ich bin, wie gesagt, sehr müde. Und meine Haare gehören gewaschen. Das sieht man leider auch. Aber das passiert erst am Donnerstag. Morgen muss ich noch so zu Kerstin. Sonst geht's mir mittelmäßig bis gut. Ich denke über vieles nach und bin sehr antriebslos, auch was das Reden angeht, aber es geht. Die Stimmung ist nicht so schlecht. Unser Auto wurde repariert. Da hat Skoda einen Teil davon bezahlt als Gewährleistung. Sogar einen großen Teil. Mehr als die Hälfte. Und das war ganz positiv, weil damit haben wir nicht gerechnet. Normalerweise sind die mit der Konanz nicht sehr, sehr kulant und übernehmen nur sehr wenig und das ist immer sehr kostspielig, wenn da Reparaturen sind. Und sonst heute mit den Mädels haben wir Dienstplan umgestellt. Getratscht, Kaffee getrunken, geraucht, alles Mögliche, aber nicht viel gemacht eigentlich, eigentlich nur draußen gesessen und getratscht, weil wir wollten Kastel oder Kasten zusammenbauen, aber das will mein Vater morgen machen und deswegen haben wir es dann gelassen und lassen ihn das machen. Sonst hätten wir es gemeinsam gemacht, aber mein Vater und seine Bastelerei. Wie man merkt, bin ich wirklich schon sehr müde. Mein Auge hängt auch. Zwar nicht so stark wie sonst immer, aber schon.
Es gibt nicht viel Neues, wie gesagt. Ich telefoniere zweimal am Tag mit meiner Mutter. Morgen fahren wir sowieso nach Scheibs, aber ich weiß nicht, ob ich sie da sehe oder so. Weil ja da noch Corona-Maßnahmen herrschen und die Besuchszeiten irgendwie wann anders sind. Und ich nicht weiß, dass wenn meine Mutter die Untersuchungen hat und ob sie rauskommen kann aus dem Krankenhaus und dass ich sie auch kurz sehe, aber das wird man jetzt dann morgen sehen. Sie fehlt mir schon sehr. Nach 2 Tagen, das ist arg, aber ja, das tut sie. Und sonst gibt's nicht viel Neues. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.